Hallo zusammen und willkommen. Heute verrate ich euch drei Geheimtipps, wie ihr zu Valentinstag einen Blindkauf vermeiden könnt. Tipp 1. Identifiziere den Dufttyp der Person, die du beschenken möchtest. Einige Menschen bevorzugen halt blumige Düfte, während andere sich eher für würzige, holzige, frische Düfte entscheiden. Deswegen ganz wichtig an der Stelle, berücksichtige wirklich die Düfte der Person, bevor du eine Auswahl triffst. Tipp 2. Go online. Ja, lese Bewertungen. Eine schnelle Recherche im Internet kann dir dabei helfen, die Meinungen anderer Kunden zu einem bestimmten Parfum zu erfahren oder zu ermitteln. Und dies kann dir eben dabei helfen, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welches Parfum am besten eigentlich geeignet ist für die Person. Tipp 3 und der finale Tipp an der Stelle ist, probiere das Parfum selbst aus. Wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du das Parfum vor dem Kauf selbst ausprobieren, um sicherzustellen, dass es dann auch der Person gefällt, beispielsweise auch dir. Und auch wenn es nicht für dich selbst ist, kannst du ja immer noch eine Vorstellung davon bekommen, wie es eigentlich riecht und ob es für die beschenkte Person geeignet ist. Okay, ein kleiner Geheimtipp zusätzlich zu den ersten drei ist online. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann versucht auch online euch irgendwie ein Probierset zu bestellen. Wie es bei uns der Fall ist, wenn du dir das Sommelier-Set zusammenstellst. Da hast du 4 verschiedene Parfums, verschiedene Kollektionen, wie du das halt magst. Und über einen längeren Zeitraum auch probieren. Ja, anders wie als wenn du in einer Parfümerie bist, wo du den Duft halt aufsprühen kannst, 15 Minuten rumläufst und dann eventuell auf den Geschmack kommst oder halt auch nicht.